Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von NS22 Agrar GmbH 2 auf der irgendwo in Thüringen. Ich habe eben kurz die ganzen Maschinen an den Start gebracht, eben die BGA ein bisschen befüllt und passend zu dem Rübenroder da vorne wird unser neuer Kauf sein. Und zwar erstmal ein Gebäude. Ein Gebäude aus der Rubrik Produktion. Und jetzt muss ich erstmal gut gucken, wo das irgendwo hier hinten sein soll. Denn es handelt sich hierbei um die Rüben-Schnitzelanlage. So die Frage, wie ich das Ding am besten positioniere. Ich glaube, am besten wäre sogar schon fast hier vorne irgendwie das Ganze hinzusetzen. Hier hätte ich zumindest am meisten Platz. Wo ich vielleicht... Also es ist natürlich der meiste Platz da. Oder ich mache die eher hier. Ich glaube, ich mache das mal hier. So, Landschaftsbau malen. Ist das hier das Passende? Ne, sieht mir jetzt nicht ganz richtig aus. Haut auch nicht ganz hin. Dann müsste aber hinhauen. Dann machen wir hier mal eben kurz ein bisschen was an der Farbe. Ein bisschen an der Bodentextur. Hole ich hier hinten auch mit weg. So, dann sollte das eventuell ungefähr passen. Kann man so hinnehmen. So, das heißt, wir brauchen Zucker, Rüben und Wasser. Da kommt die nächste Investition. Natürlich wohl angemerkt auf Leihbasis, weil ich möchte gerne noch ein bisschen Geld irgendwie überhalten und damit das Ganze nach und nach holen. Ich muss eben kurz gucken. Ich brauche Tierhaltung. Und hier würde ich gerne mir gleich direkt ein etwas teureres holen, einfach wegen der Möglichkeit ein bisschen mehr zu transportieren. So, das heißt, das kriegt das Kennzeichen. Ich brauche auf jeden Fall ein zweiteiliges. Also zwei Stellen in der Mitte. Glaube ich, etliche zur Auswahl. Am besten nur mit einer Zahl, aber ich glaube, das gibt es nicht, oder? Ne, hier hinten sind schon zu viele. Dann machen wir hier raus mal eben GA 80 oder irgendwie sowas. Und mieten das Ding eben. Kostet uns an sich nicht sehr viel Geld, aber es wird sich irgendwann zeigen. So, und als nächstes einen Brandner. Ohne Aufbau. Muss man überlegen. Na komm, ich glaube, wir sagen ohne Aufbau. Aber, ja, ich sag mal so, für die Rüben soll es reichen, ansonsten kommen hier irgendwie Schwertransport, Mais, Gerste und so weiter. Was schon ein bisschen höheres Eigengewicht hat. Und die letzte Investition hat in der Rübentechnik zu tun. Und zwar eine Ropermaus. Wird geholt. So, GA 50 sagen wir mal. Beziehungsweise du brauchst vorn und hinten ein Kennzeichen. So. Teure Investition. Der muss jetzt noch irgendwie den Drescher finden. Okay, die sind schon mal bei der Arbeit. Das ist gut. Ich hätte auch mal gesagt, Fahrzeug bei 25% oder so ab, meinetwegen.
Jetzt nur die Frage, wo steht das? Egal. Kann ich mich hier offscreen nochmal drum kümmern? Jetzt kommt erstmal die erste Amtshandlung. Die schöne Maus so ein bisschen einweihen. Dazu musst du mir allerdings zu Feld 120 fahren. Am Hirsch einmal eben vorbei. Da müsste, glaube ich, hier geradeaus einmal sein, oder? Nee. Ist es zwar nicht, aber wir schnappen uns trotzdem. Muss nämlich ebenfalls zur 120. Und schnappst sie direkt die neue Mulde. Die ist zwar ausschließlich jetzt für Rüben gedacht. Also das ist die Begründung für die Anschaffung. Ich denke mal allgemein für Korn oder so wird man die auf jeden Fall nochmal gebrauchen. Vor allem wenn man höhere Transportstrecken hat von Feld 33 oder irgendwie sowas in der Art. Dann wird sich das schon irgendwann zeigen. Und die Europamaus schafft ist hier scheinbar nicht um die Kurve. Das ist jetzt sehr bedauerlich. Jetzt ohne weiteres umkommen wird, ist natürlich jetzt die Kunst, hier irgendwie die Kurve zu kriegen. Aber wir sind gekonnt, geübte Fahrer, die kriegen alles hin. So, dumme Frage, wenn ich jetzt hier ein anderes Feld einstelle, naja, okay, verändert es an der Warte. Hätte ja sein können, dass das hier als Erntemaschine deklariert ist. Dass hier na, Autodrive den von alleine erkennen würde. Aber gut, ein bisschen Aufspannung muss auch sein. So, und jetzt ist die Frage, welche Miete fangen wir an? Hier vorne wäre am naheliegendsten. Da müssen wir nicht ganz so viel fahren. Aber die kleinsten Mieten liegen da hinten. Und arbeiten uns von eher in Anführungsstrichen kleinen Mieten nach vorne. Fangen mit der da hinten ganz hinten an und hören dann mit der da vorne dann auf. Ja, der Bursche da, der wird gleich auf dem Feld sagen, ich finde meine Route nicht mehr. Der ist noch ein Ding. Aber ich hoffe mal, dass sie sich jetzt nicht in die Quere kommen. Oder nicht zu sehr. So, klappen wir das Ding mal eben aus. Ja, das ist jetzt die Frage, wie macht er sich? Okay, das sollte, glaube ich, noch irgendwie funktionieren. Dann kommen wir hier wieder zurück. Schmeißen die Verlademaus mal eben an. Wir fahren einmal nach da ganz hinten hin. Und machen da gleich raus irgendwas in Richtung irgendwie Feld 120b oder irgendwie sowas. Irgendeine Bezeichnung wird mir schon einfallen. Kann hier mehr oder weniger automatisiert fahren. Aber hier wären natürlich ein paar Abfahrer mehr nicht verkehrt, wobei ich weiß jetzt gar nicht, wie viel da in die Schnitzelanlage geht. Ich meine, ich hätte mal irgendwann geguckt und irgendwas von 60.000 oder so mal gelesen. Ja, das ist auch wunderbar. Warte, machen wir jetzt mal immer das. Dann gebe ich dem den Namen F120B.
wird schon irgendwie passen, denke ich. Und dann nehmen wir den auch einfach mal. Sehr schön, das läuft schon mal grandios. Das Rüben verladen. Ist überhaupt noch Anhängerfülle mit drin? Guck mal, eine dumme Frage. Mal gucken, wo war da drin? Ne? Bis an. Das war eine ganz dumme Frage. So. Jetzt kommt er zumindest nicht mehr raus. Mal ganz dumme Frage. Kann man den Wagen ernsthaft so voll machen? Ich meine, das sind 22 Kubikmeter. Ich dachte, drüben seien immer, und das weiß, viel schwer. Aber gut. Dann habe ich mal was Neues gelernt. Hätte ich doch den mit Aufbau nehmen müssen. Wäre sogar noch nicht mal wunders weiß, wie teurer gewesen. Wobei, ja, wir müssen den auch bewegt kriegen, der Anhänger. Das ist. Darf man eigentlich auch nicht vergessen. Also ich glaube, da sind die 22 Kubik doch irgendwo gerechtfertigt. Und jetzt würde ich gerne mal wissen, wer macht Probleme. Der ist es noch nicht. Hier hinten, schwer zu sagen. Ah, ich habe mich schon gewundert. So. Wer kennt's nicht? Strommasten sind immer ein ganz großes Problem. Aber dann gehen sie mal weiter auf die Hektarjagd oder versuchen es zumindest. Mehr Schiefe gehen kann das auf Dauer nicht, also von daher, das wird schon irgendwie. Der Bursche gibt natürlich sein Bestes. Ja, die Rüben sind doch schwerer als man meint. Aber was macht der 939? Der ist vielleicht bei der Arbeit. Ja gut, vielleicht können wir noch mal gucken. Aber wir haben ansonsten auch noch eine schöne Mulde. Nur um mal geguckt zu haben. 16,8 Tonnen. Ja gut, du brauchst nur minimal weniger. Ich glaube, wenn, dann nehmen wir den hier mit Aufbau einmal. Sollte das auch eventuell ganz gut passen. Oder wie sieht sonst so mit Tonnen aus? 17,5 Tonnen. Aber der gefällt mir von Optik überhaupt nicht. Der ist optisch irgendwie nicht so mein Fall. 23 Tonnen. Aber ich weiß nicht, irgendwie, ja, das sieht mir eher aus wie ein Miststreuer. Gut, kannst du auch als Miststreuer kriegen. Ja, 22,5 Tonnen, das ist natürlich nicht ohne. Krone GX. Das wäre was, aber auch krass. Der Amperion, der kann von der Tonnage ja mehr laden. Und von Kubikmeter gleich. Also, gut, dafür gibt es keine Abdeckung. Da würde mich auch interessieren. Die können keine Rüben. Ja, 27,5 Tonnen, das wäre natürlich nie ohne.
Nee, ich träume hier gerade, glaube ich, von zu viel. Vielleicht gucken wir nochmal einen Mod ab. Aber so ist das momentan, glaube ich, ein bisschen zu viel und übertrieben. Aber ich würde auch sagen, an der Stelle, das war's mit der Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, sehen wir uns das nächste Mal wieder. Und damit, tschüss und bis zum nächsten Mal.